Hallo, ich bin Adel der Reisende und ich reise und lebe in meinem Camper. Bin aktuell auf der schönen Insel Kreta mit meinen zwei wundervollen Hunden, Gordi und Buddy. Na, da ist der Gordi und der Buddy, die zwei Süßen, ja. Und wir sind hier an einem wundervollen Fleck. Es ist ja Frühling, also auf Kreta ist der Frühling ja direkt nach dem Sommer und tja, Herbst und Winter wird übersprungen. So sieht es ja gerade aus. Also im letzten Video habe ich ja davon geredet, dass ich ein König sei. Ja, ich stehe da oben mit meinem Camper an dieser Burg, habe jetzt hier schon die zweite Nacht verbracht und hab einen mega Meerblick und Ruhe. Kaum Menschen. Ab und zu, jetzt über Tag, kommen Menschen da vorbei natürlich und schauen sich die Burg an. Ansonsten genieße ich das hier. Hier kann man noch wundervoll wandern. An ganz, ganz alten Steinruinen. Ups, jetzt hänge ich hier fest. Okay, was will ich heute erzählen? Also, ich möchte daran anknüpfen, was ich im letzten Video gesagt habe. Wir sind alle Könige. Wir sind alle göttliche Wesen und wir sollten uns auch so gegenseitig behandeln. Und wir sollten uns auch selbst so behandeln. Und auch selbst so behandeln lassen. Das heißt, wie ein König oder Königin, respektvoll, gü mit Güte und Würde. Ja. Also ich muss hier mal eben ein bisschen klettern. Ich hoffe, dass klappt mit einer Hand. Ah. Okay, geht. Ja, also, wir sind keine Sklaven. Ich komme mir in der konventionellen Welt vor eher wie ein Sklave, der zum Leben arbeiten muss für andere, damit die sich bereichern. Diese Firmen, sage ich mal, die naja, darum soll es jetzt nicht gehen. Also, worum es gehen soll, ist, tu einfach nicht mehr Dinge, die du nicht mehr tun möchtest, die gegen deine Überzeugung sind. Und die dich krank machen. Du bist kein Sklave. Und du bist ein freier Mensch. Und so wurde das jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang, Jahrtausende vielleicht sogar, eingetrichtert, dass wir ein Zufall sind des Universums. Ja, und dass wir von den Affen abstammen und so weiter und so fort. Und das geht sogar so weit, dass wir von Ratten oder so kleinen Nagetieren abstammen. Hallo? Wie dumm muss man sein, wenn man das glaubt? Also wir haben Gene mit Affen oder sind da verwandt, ja? Unser Körper, sage ich mal. Aber ja, wir sind nicht direkt jetzt mit Affen vergleichbar, ne? Obwohl Affen wundervolle Tiere sind.
sind unsere Freunde. Alle Tiere sind unsere Freunde. Deshalb esse ich auch keine Tiere. Und lebe vegan. Und fühle mich sehr gut dabei. Ich vermisse nichts. Aktuell lebe ich sogar roh vegan, weil ich kein Gas mehr habe. Und es stört mich nicht. Weniger ist mehr. Also ich spüre das immer mehr bei mir. Ich werde so geleitet. Ich habe sogar jetzt noch nicht mal Solar und komme auch ohne Solar sogar sehr gut aus. Solange ich natürlich fahre. Wenn ich jetzt hier wochenlang stehen bleibe, dann habe ich keine Batterie mehr, um meine Geräte zu laden oder meine Wasserpumpe zu benutzen. Ja, also, um auf das Thema zurückzukommen. Fühlst, wenn du dich unzufrieden fühlst mit deinem Leben, ja, oder gefangen fühlst, dass du Dinge machst, die du nicht eigentlich, wofür du nicht stehst und dich dabei quälst, weil du das Geld brauchst, um zu überleben und keine Perspektive hast, ja, dann hast du dich ganz schön gut reingeritten. Deshalb sage ich immer, simplify your life. Vereinfache dein Leben. Was brauchst du zum Leben? Eigentlich brauchst du nur Essen und Wasser. Dann lebst du schon. Wenn du jetzt aber Luxus brauchst, ja, kannst du auch, ne, kannst du auch dir leisten, aber man muss halt für sich selber jeder abwägen, was er in seinem Leben möchte. Manche brauchen den Luxus. Ja, dann ist das halt für die der Weg. Also ich spüre immer mehr, ich brauche den Luxus gar nicht. Für mich ist Luxus das, was ich hier mache. Vor allem meine Lebenszeit ist der größte Luxus. Also für kein Geld der Welt würde ich meine Lebenszeit hergeben. Und deshalb gehe ich auch nicht mehr arbeiten. Für niemanden. Was ich hier mache mit meinem YouTube-Kanal, ist ein Dienst, hört sich vielleicht hoch an der Menschheit, zum Wohle des Ganzen. Ich sehe mich eigentlich als ein Vorreiter für die neue Zeit, denn im goldenen Zeitalter, wo wir uns gerade hinbewegen, oder fünfte Dimension, ist eine Bewusstseinsebene. Da kommen wir alle mal hin. Jeder zu seiner Zeit, je nach seinem Bewusstseinsstand. Und dann leben wir da wie im Schlaraffenland. Wenn du mir da nicht folgen kannst, dann musst du jetzt abschalten, weil das, dann bist du da noch nicht für bereit. Oder wenn dich das interessiert, dann guck natürlich weiter zu. Also, wie kannst du es schaffen, ein glückliches, gesundes Leben zu führen? Vereinfache dein Leben. Gib, also für den Übergang brauchst du noch dein Geld. Gib dein Geld nicht für alles aus, was du nicht brauchst. Ja, du brauchst nicht ständig neue Klamotten. Du musst nicht ständig aus Essen gehen. Du musst nicht das beste iPhone haben. Wenn du rauchst und Alkohol trinkst, dann hör damit sofort auf. Weil das ist auch recht teuer. Und du musst nicht für alles immer dein Auto benutzen, um von A nach B zu kommen. Benutz mal deine Füße oder dein Fahrrad. Ja, dein Körper wird sich bedanken
für die Bewegung an der frischen Luft. Und das kannst du auch bei Regenwetter machen. Also ich bin jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad gefahren, bei Wind und Wetter und zu allen Jahreszeiten. Und war dadurch topfit und auch nie krank. Ich habe ein sehr starkes Immunsystem. Nicht nur dadurch, aber das hat das auch nochmal unterstützt. Es hat immer nur was mit deinem eigenen Willen zu tun und deinem Komfort. Also, wir sind Naturmenschen, ne? Also, ich spüre das immer mehr. Back to the roots heißt das. Back to nature. Was bedeutet für dich das Leben? Mach dir da mal darüber Gedanken. Es muss nicht das Gleiche sein, was ich mache oder was es für mich bedeutet. Aber wenn du vielleicht bei einigen Punkten, was ich sage, getriggert wirst, beziehungsweise zum Nachdenken kommst, dann schau dahin und überlege dir, was du machen kannst als nächsten Schritt, um dich zu verändern, und zwar zu einem Leben, das du dir wünschst. Das heißt jetzt nicht materiellen Luxus und Millionär sein. Das ist der falsche Weg. Im goldenen Zeitalter brauchen wir das Geld nicht. Da sind wir alle gleich. Ja. Ich kann es einfach nicht verstehen. Also ich kann es nicht mehr verstehen. Ich habe mich komplett gewandelt. Wie man in der spirituellen Szene mehr und mehr Geld immer nehmen muss. Also es gibt manche, die kriegen den Hals nicht voll. Und das ist schade. Wow, hier war ein wunderschöner, großer, gelber Schmetterling. Ein Schwalbenschwanz. Sehr selten. Noch ein Schmetterling. Mal gucken, ob ich den drauf kriege, weil das ist echt ein besonderer Schmetterling und der bedeutet mir sehr viel. Den habe ich das erste Mal entdeckt, quasi ja, vor 4 Jahren ungefähr, vor 3 Jahren. So was habe ich denn noch nie gesehen. Schade, ist weg. Naja. Also, habe den Mut, dich zu verändern. Das ist einfacher gesagt als getan. Ich weiß, jeder Mensch ist in seiner eigenen Sackgasse. Durch Krankheit oder durch andere Dinge, die er sich aufgelastet hat. Oder Familie oder was auch immer. Vielleicht ist für dich ein anderer Weg vorbestimmt, nach Seelenplan. Dann versuche zu erkennen, was dein Seelenplan will von dir oder deine Seele. Ja, lass dich leiten und lass dich führen. Aber wichtig ist, dass du, wenn du unzufrieden bist in deinem Leben, dein Leben selbst in die Hand nehmen musst, analysierst, was dich unzufrieden macht und entsprechend handelst, nicht gegen deine Überzeugung oder deinen Willen oder deiner Würde. Ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Jeder einzelne von uns ist wichtig und nur wenn jeder einzelne von uns sich verändert, können wir einen Wandel herbeiführen. Wenn wir alle das Gleiche machen wie vorher, also wenn ich zum Beispiel das Gleiche mache wie vorher, dann gibt es halt bei mir in meinem Leben keine Veränderung, ist doch klar. Ne?
Also und wenn das jeder macht, dann kriegen wir auch im Außen, im Kollektiv keine Veränderung. Das heißt, also ich persönlich so, also kann jetzt meine Arbeitskraft, also je weiter ich da raus bin, ne, aus dem System, ich kann einfach meine Arbeitskraft bzw. meine Lebenszeit nicht mehr eintauschen. Gegen Geld. Zumindest kann ich nicht mehr Dinge machen, die ich als Arbeit ansehe. Wenn ich ja zum Beispiel durch diesen YouTube-Kanal Geld verdienen würde, dann wäre das für mich keine Arbeit und ich könnte das auch nehmen. Da ich aber nicht auf Geld angewiesen bin aktuell, weil ich vorgesorgt habe, und günstig lebe in meinem Camper, dann werde ich deshalb auch den YouTube-Kanal nicht monetarisieren, das heißt keine Werbung schalten, weil ich es nicht brauche. Ich brauche nicht noch mehr Geld anzuhäufen für irgendwas, für Sicherheit oder sonst was. Sicherheit ist eine Illusion, ja. Wenn etwas passieren soll, dann passiert es. Und wenn etwas nicht passiert, dann passiert es nicht. So sehe ich das. Ich gehe den Weg des Vertrauens, also des Urvertrauens. Und habe das jetzt endlich verstanden. Vor 3 Jahren ungefähr oder 4. Hatte ich deshalb einen großen Streit mit meiner damaligen Freundin, weil sie einfach da schon weiter war als ich. Und die sagte, naiv in meinen Augen gesehen, vertrau doch einfach in dein Leben. Und ich habe gesagt, ja, ich habe aber das und das und das muss ich bezahlen und das und ich habe diese Kosten und da. Und dann habe ich verglichen, also ich habe 3-mal so viel Post bekommen wie sie und das heißt, sie hatte schon ein viel einfacheres Leben und dafür auch viel weniger Sorgen. Muss mal gucken, wo der Buddy bleibt. Buddy! Ah. Buddy! Ist der wieder hier verschwunden? Ich habe langsam keine Lust mehr darauf. Der nutzt das immer aus, wenn ich ein Video drehe. Und dann verschwindet er einfach. Ich gehe jetzt weiter. Ach, da ist er. Hat er aber nochmal Glück gehabt. Da ist er. Davor gelaufen. Schön bei mir bleiben, mein Freund. Der Gotti ist so brav, ne? Ja. Wie geht's weiter? Was kannst du tun? Also, findest du es richtig, wenn du jetzt... also, wenn du das Video dir anschaust, ne, denke ich mal, dass du ähnlich tickst wie ich. Kannst du deine Arbeitskraft oder deine Lebenszeit weiter für ein System investieren, was dich von vorn bis hinten verarscht? Ja? Also, ich kann das nicht mehr. Es ist einfach eine Selbstverleugnung. Hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Ja? Dann, rechne ich lieber mit Konsequenzen, wenn ich meinen Weg gehe und dann auch eine Durststrecke von mir aus habe. Ja? Und gehe ins Unsichere und lass mich dann leiten und dann komme ich hier hin. Quasi ins Schlaraffenland. Also ich fühle mich wirklich hier wie im Garten Eden.
aktuell. Und ich denke nicht darüber nach, was in 5 Jahren ist. Weil wir sind in einem großen Wandel und ich rechne nicht mehr mit meinem Geld großartig. Für mich ist immer gesorgt und ich kann auch in kürzester Zeit ja auch wieder arbeiten, um Geld zu verdienen, wenn ich es brauche. Ich glaube aber nicht, dass das Universum mich hängen lässt, wenn ich meinen Herzen folge. Und deshalb mache ich das so. Es ist ein Experiment natürlich, ne? Ich könnte auch locker jetzt hier mit Werbung Geld verdienen über den Kanal oder über Einzelberatung oder sonst irgendwas. Ich habe auch noch andere Dinge, die ich machen könnte. Aber für mich ist gerade in dieser Phase, in der ich jetzt gerade stecke, ja, die Videos zu drehen, das Richtige zur rechten Zeit. Und du gibst mir ja auch die Bestätigung, also die meisten von euch. Und deshalb mache ich das auch weiter, um dir Mut zu machen, dir, wie sagt man, Inspiration zu geben, ein Puzzlestück in deinem Leben, zumindest bewusst zu werden, was in deinem Leben läuft und was nicht. Und ob du, ja, was die Ursache ist für dein Unwohlsein, für deine Krankheiten, für dein Wohlbefinden oder Unwohl, ja. Also, das ist eigentlich das, was ich mache. Bewusst werden. Machen. Bewusst machen. Ach, egal. Im Bewusstwerdungsprozess zu helfen. So. Also, das ist alles, was ich jetzt in diesem Video erzählen wollte. Dinge dir bewusst zu machen. Und als nächsten Schritt, wenn dir die Sachen bewusst sind, die dir nicht passen, dann ist der nächste Schritt, dir einen Plan zu machen, wie du da rauskommst aus diesem Hexenhaus und dem System nicht mehr unterstützt mit deinen Steuern. Ja? Wir zahlen. Das muss man sich mal auf Zunge zergehen lassen. Im Durchschnitt, ich glaube, 80% Steuern. Jetzt wirst du denken, 80%, wo kommt die kommt denn darauf? Also, ich war so eines der, ja, Spitzensteuersatz, sage ich mal. Weiß nicht, wie viel Prozent das war, 45% oder so. Keine Ahnung. Sagen wir mal, wenn du jetzt im Durchschnitt, sagen wir mal, 35% Steuern zahlst, so, dann hast du ja dann noch die Krankenkasse. Ah ja, die ist ja schon da abgezogen. Nur die zur Hälfte, ne? Die andere Hälfte zahlt der Arbeitgeber, aber eigentlich ist das ja deine Arbeitskraft gewesen, das heißt, du hast es bezahlt. Daher wird das ja vorher abgezogen, sonst würdest du ja direkt rebellieren, wenn du erkennen würdest, dass du eigentlich das Doppelte zahlst. Das ist so lustig, oder? So werden wir schon getäuscht. Dann, aber das zähle ich jetzt schon nicht mit. Abzüglich der Steuern, was du netto auf deinem Konto hast, ist immer noch nicht netto, weil alles, was du kaufst, ist mit 19% Mehrwertsteuer besteuert. 19% nochmal drauf. Das heißt, dann hast du
statt 35% 54% Steuern schon bezahlt. Auf alles, was du dir kaufst. Dann gibt es noch, wenn du ein Haus hast oder eine Wohnung besitzt, Grundsteuer. Ich glaube, das zahlen sogar die Mieter. Genau. Jeder Mensch zahlt nochmal eine Grundsteuer auf seine Miete. Dann gibt es, was gibt es für Steuern? Es gibt für jeden Scheiß Steuer. Kfz-Steuer. Beim Tanken, das merkst du auch, die Steuer. Noch eine höhere Steuer als die Mehrwertsteuer. Auf die Zigaretten. Auf alles ist Steuer. Auf alles. Ja. Für deinen Hund musst du eine Hundesteuer zahlen, weil der kackt ja irgendwo hin in den Park und so weiter und so fort. Also, wir werden einfach klein gehalten mit den ganzen Steuern und mit den Pflichtversicherungen, wie Krankenversicherung und so. Und dann wird uns noch Angst gemacht, dass wir andere Versicherungen auch noch brauchen, wie Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Hausratversicherung, Rechtsschutzversicherung, Invalidenversicherung, private Haftpflichtversicherung und so weiter. Also ich habe die private noch, weil die sind halt nicht so teuer und die macht für mich noch Sinn, ja, weil ich ja keine Einnahmen habe. Wenn du genug Geld hast, brauchst du eigentlich keine private Haftpflicht. Aber klar, wenn du irgendwie einen großen Unfall machst und da, keine Ahnung, mit dem Fahrrad gegen Porsche fährst, dann musst du das, ja, dann ist diese Haftpflicht schon ganz gut. Aber wann kommt das vor? Also da kann man eigentlich auch in seinem Leben vertrauen, dass sowas nicht passiert. Oder achtsamer einfach sein. Also Versicherungen, Steuern sind die größten Kosten, die wir haben. Und wir werden da klein gehalten. Dann wird Heizkosten, Stromkosten, ist auch nochmal alles extra versteuert nochmal. Und dann horrende Preise, ja. Also, und dann, es ist ja gut, schön und gut, wenn wir Steuern zahlen, womit wir gesteuert werden, ne, sagt er das Wort. Allerdings nicht so, wie aktuell mit dem Geld umgegangen wird. Und zwar Impfdosen vorbestellt für die nächsten Jahre und so weiter, Tests für und so weiter und so fort. Wow, da ist der wundervolle Schmetterling wieder. Ja, den werde ich kaum drauf kriegen. Aber der kommt. Also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ah, der kommt wieder, oder? Da ist er. Es fliegt jetzt hin und her. Guck mal, kommt wieder zurück hier. Hm, komm. Da ist er. Uhuhu. Hey, ich versuche das im Slow Motion gleich zu zeigen. Also der ist direkt auf die Kamera drauf geflogen. Hammer. Wundervoller Schmetterling. Jetzt bin ich rausgekommen durch diesen wunderschönen Schmetterling. Ich glaube, ich höre jetzt auch auf, in dieser Negativspirale jetzt zu sein. Also ich bin jetzt nicht so negativ eingestellt, aber ich möchte einfach nur bewusst machen, dass wir von vorn bis hinten eigentlich verarscht werden, dass unsere Steuern aus dem Fenster geschmissen werden für Dinge, für die wir nicht einstehen. Kriege werden damit finanziert und so weiter und so fort. Und und Dinge gebaut, die unnötig sind und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, das hat nichts mehr mit Sozialstaat zu tun.
das hat einfach was mit Versklavung zu tun, dass wir immer weiter arbeiten müssen. Die Rente wird noch erhöht, also nicht vom Geld, sondern vom Eintrittsalter. Das heißt bis zum Tod. Und meistens stirbst du vorher, weil du schon vorher krank geworden bist, durch die Arbeit oder durch die Psyche, weil du Dinge machst, die gegen deinen Willen sind, gegen dein Herz und du das nicht erkannt hast. Das ist es. Also, möchtest du das? Oder kannst du dir stattdessen vorstellen, im Paradies zu leben, mit Bescheidenheit? Also uns wird ja das Konsumverhalten auferzogen durch die Medien, ne? Wir brauchen nicht so viel, ehrlich. Das ist einfach eine Gewohnheit. Denk mal darüber nach, ob du das alles brauchst. Ich glaube, damit das Neue kommen kann, müssen wir das Alte loslassen. Vor allem nicht mehr unterstützen. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Entzieh dem System deine Energie und fokussiere dich auf deine Gesundheit und auf das, was du wirklich willst, auf das Leben im Paradies. Erschaffe dir dein eigenes Paradies auf Erden mit anderen Menschen zusammen. Nur gemeinsam können wir das schaffen. Und deshalb mache ich auch diese Videoreihe, um Menschen zusammenzubringen. Und ja, und ich treffe auch Menschen, die so genauso denken. Und ich spüre, dass wir immer mehr werden, die so denken und aufwachen. Also, das ist so alles, was ich sagen kann. Das reicht jetzt auch, denke ich, für dieses Video. Halbe Stunde ist schon rum. Ist eine gute Zeit aufzuhören. Ich werde jetzt weiter das Paradies hier auf Erden genießen mit meinen zwei Hunden und wünsche dir einen wundervollen Tag und Abend, eine wundervolle Zeit, dass du so geführt wirst zu innerem Reichtum und Gesundheit und Glück und Fülle und Freude und Frieden und Freiheit und Liebe. In diesem Sinne, ciao. Und ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über Likes, Kommentare und ja, teilen gerne. Wie auch immer, was du magst, um mich zu unterstützen oder meine Videos zu unterstützen, dass es mehr Menschen mitbekommen und auch in ihrer Bewusstwerdung unterstützt werden. Darum geht es mir. Ich nehme dafür kein Geld. Ich setze einfach meine Zeit dafür ein, während ich wandere. Das ist also keine Zeitverschwendung, sondern ich bin davon sogar überzeugt, je mehr da davon inspiriert werden, desto mehr nützt es allen. Ja, als Einzelner können wir hier nichts bewirken. Aber wenn keiner da mehr mitmacht oder viele nicht mehr da mitmachen, dann beschleunigen wir diesen Wandel. Ja, also in diesem Sinne, ciao.